Fragt ihr, was ihn so sehr ängstigt, hört ihm zu, wenn er's erklärt. Zeigt, dass ihr seine Angst ernst nehmt, sagt nicht, was er tut, sei verkehrt. Hoffnung wollt ihr ihm nicht geben, die Zukunftsangst ihr ihm nicht nehmt. Wenn ihr eure Hände in Schoß legt, euch für euer Nichtstun nicht schämt. Ihr reagiert menschenverachtend, mit zynischem Hohn und mit Spott, als wenn ihm das Risiko fremd wäre und lästert den lieben Gott. Wollt ihr ihm beim Sterben nicht zusehen, dass ihr mit Zwang ihn ernährt? Könnt dem Tod anderer untätig zuschauen, sind denn Menschen nicht gleich viel wert? Wie könnt ihr euch einfach so wegdrehen und seht euch sein Sterben nicht an? Sitzt vor hochgefüllten Tellern, schmeckt euch das Essen dann. Ihr reagiert menschenverachtend, mit zynischem Hohn und mit Spott, als wenn ihm das Risiko fremd wäre und lästert den lieben Gott.